Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Benedikt und ich haben einen Film gesichtet, der vor kurzem bei Eurovideo erschienen ist und auf den schönen Titel The Weagle hört. Und das Wichtigste, womit man diesen Film beschreiben kann, sind drei Bezeichnungen. Einmal The Weagle an sich, und das verrät die Übersetzung schon, die deutsche bedeutet die Totenwache, aus dem Jüdischen hergeholt. Dann ist noch wichtig das Wort Schomer. Das ist nämlich derjenige, der diese Totenwache vollführt. Und das Wort Masig. Und das ist der Dämon, der in diesem Film die zentrale Rolle spielt. Und wenn ein Dämon eine zentrale Rolle spielt, dann ist irgendwie die Vermutung nahe, dass es sich um eine Blumhouse-Produktion handelt. Und diese ist es in dem Sinne auch, zumindest ein Film, der über dieses Studio vertrieben wird. Und die Handlung ist eine ganz einfache. Wir haben einen Hauptdarsteller, wo wir ein bisschen an Randstory erfahren, dass er aus seiner sehr strenggläubigen, jüdisch-orthodoxen Gemeinde in Brooklyn ausgestiegen ist. Und er hat da so ein paar Sitzungen mit anderen, die ein ähnliches Schicksal teilen, wo den Leuten halt beigebracht wird, wie sie sich im normalen Leben des Hier und Jetzt zurechtfinden. Sei es mit der Technik, sei es zwischenmenschlich mit anderen Personen. Alles das, was ihnen in ihren sehr klassisch und ein bisschen rückgewandt und sehr religiösen Gemeinschaften untersagt ist. Das ist nur so die Rahmenbedingungen. Und er wird aber von seiner alten Gemeinschaft gefragt, ob er diesen Schomer, diese Funktion noch einmal annehmen kann, weil normalerweise muss, wenn jemand verstorben ist aus dieser Gemeinschaft, ein Familienmitglied den Verstorbenen, die Verstorbene bis die Bestatter am Morgen kommen, durch die Nacht begleiten. Wenn sich da aber niemand findet, machen das auch Professionelle für Bezahlung. Und er ist halt ein bisschen knapp bei Kasse und er willigt ein und erlebt dann halt eine ziemlich für ihn erschreckende Nacht in einem Haus mit einem Toten und einer dementen Frau und das als Ausgangsbasis. Und ja, da hat der Regisseur 90 Minuten Grusel vom Schlage Blumhouse draus gemacht. Oder Benedikt, hast du noch was Herausragenderes zu sagen? Herausragend kann ich sagen, dass es nur 83 Minuten sind, weil der Rest ist nämlich tatsächlich Abspann. Also der Film ist sehr kompakt, was immer gut ist, finde ich, wenn die Story halt das nicht hergibt, inhaltlich. Und natürlich bedient sich der Film absolut der modernen Horror-Ästhetik, Horrorfilm-Ästhetik, in dem Sinne, dass der Film musikalisch, also was die Soundeffekte angeht, meine ich auch, austauschbar ist. Also dieser Score in dem Film, der könnte genauso gut zu 20 anderen Filmen passen, die ich gesehen habe. Ob das Insidious ist oder diese ganzen Sachen da. Und auch die Optik funktioniert genauso. Wir haben genau das Gleiche. Die Kamera beobachtet immer Hintergründe. Also wir sehen Hintergründe und man glaubt, es muss jetzt gleich was passieren. Aber es passiert nichts. Oder dann passiert halt doch was. Vor allen Dingen auch die alte Frau ist ja auch immer so ein Thema in diesen Horrorfilmen und wie die sich dann lustig und komisch irgendwo bewegt und es ist dann ganz gruselig. Und ich meine das jetzt auch alles nicht abwertend. Der Film ist effektiv. Er ist effektiv als Horrorfilm, bietet aber da jetzt visuell und inhaltlich auch nichts Neues. Dass man jetzt diese jüdische Mythologie mit hineinnimmt, das ist ja jetzt auch schon öfter passiert. Im westlichen Kino nehmen wir zum Beispiel, der ist ein bisschen älter, ich glaube Possession oder wie der hieß, also der, wo es auch um einen Deep Book geht, also der Deep Book ist dann auch der Geist, der Dämon, der in den Menschen hineinfährt und ihn, also da geht es um Besessenheit und das ist dann auch ein Exorzismusfilm am Ende. Und das ähnlich auch in dem polnischen Film, polnisch-britischen Film Die Book, der hieß so im deutschen Verleih, den ich da auf jeden Fall bevorzuge, nimmt sich auch nochmal dieser Sache an. Und ich finde es ganz gut, dass man hier, wo kommt der Dämon her, das ist immer, kann man eh nicht beantworten, in
in die Totenwache ist es halt verknüpft mit Auschwitz, also mit der schrecklichen Vergangenheit, die dem jüdischen Volk dort auf deutschen oder europäischen Boden widerfahren ist. Da gibt es eine Begründung, wie es dazu kam. Und ich finde, dass der Film viele interessante Sachen macht, was die Hintergründe angeht. Da gibt es so eine kleine Szene, wo ein älterer Herr erklärt, was das Problem ist mit diesem Dämon. Und ich hätte mir da viel mehr Mythologie gewünscht als Horrorfilm, also mehr Story. Also ich hätte tatsächlich mich mehr mit dem Thema beschäftigt in dem Film, als eben mit den, der Grusel kommt um die Ecke und es ist dunkel, da flackert Licht und dann sieht man irgendwas im Hintergrund und dann fällt was runter und so weiter. Ja, das hätte ich mir vielleicht gewünscht eher. Aber es ist tatsächlich ein Horrorfilm, der einem Horrorfilm Erwartungen gerecht wird heute, ja. Was ich sehr interessant fand, und jetzt ist man schon wieder nah dran am Spoilern, dass, also ich fand, der war irgendwie vom Ausgang her so fast so eine Light-Version von Insidious irgendwie, ohne dass ich das jetzt böse meine, und der geht relativ unspektakulär zu Ende. Man versucht da jetzt nicht irgendwie künstlich ein großes Gewitter und großes Spektakel draus zu machen, sondern man bleibt, glaube ich, auch anhand der Produktionsmöglichkeiten. Wie du hast gesagt, der Film sah gut aus, aber man macht halt nichts, was einen hätte in Bedrängnis gebracht, dass es dann irgendwie schlecht wirkt, weil man sich überschätzt mit dem, was man hat. Und der bleibt halt relativ unentspannt. Ich fand halt auch, er hat manchmal schöne Bildeinstellungen gewählt, vor allen Dingen in der ersten Hälfte, wo es ja darum geht, auch noch die Spannung aufzubauen. Man arbeitet zum Glück nicht zu oft mit diesen musikalischen Jumpscares, auch wenn es dann hinten raus nicht ausbleibt. Man nutzt aber auch manchmal so leise Einstellungen nicht bis zum Ende aus. Also ich habe ja immer gedacht, so, ah, jetzt, da ist so das Zimmer, das wird immer so dunkler, irgendwann steht doch da bestimmt mal jemand oder irgendwann ist da mal so ein Gesicht zu sehen und so. Da nimmt er vieles gar nicht mit, viele Effekte, die man hätte einfach bringen können. Und dann ist es dann doch irgendwie die alte Frau, die auf einmal da steht und man erschrickt. Auf jeden Fall muss der Regisseur beim Namen Keith Thomas, der vorher noch nicht so viel gemacht hatte, schon irgendwie Aufsehen mit dem Film erregt haben, denn wenn man jetzt IMDb so glauben darf, ist er derjenige, der das Remake, die Neuverfilmung von Firestarter verantworten darf. Und das wird ja dann hoffentlich eine etwas höherpreisige Geschichte oder zumindest was Sinnvolles, auch wenn ich das geht auch über Blumhouse, glaube ich. Deshalb werden die sich da auch gefunden haben. Ja, auch wenn ich solchen Projekten natürlich kritisch gegenüberstehe, weil der alte Firestarter ist natürlich ein sehr viel mit praktischem Handwerk gefertigter Film, aufgrund natürlich auch der Entstehungszeit. Da hat man immer ein bisschen Angst vor den Feuereffekten, die da jetzt kommen im Zeitalter von Computertechnik. Ja, und ich habe vor allen Dingen Angst vor Zac Efron, der da mitspielt. Also nochmal eine andere Geschichte, glaube ich. Ja, genau. Wird sich zeigen. Um nochmal auf die Regal zurückzukommen, du hast schon gesagt, du hättest dir noch mehr so Hintergrundgeschichte gewünscht. Ich finde das auch. Andererseits ist es nicht nur ein bloßes Vehikel. Also es gibt den Figuren schon, oder zumindest, wir haben ja eigentlich hier nur den Hauptdarsteller, in Anführungszeichen, der wichtig ist. Es gibt dem schon eine andere Tiefe, als wir es jetzt vielleicht in so einem klassischen Horrorfilm haben, wo die immer sehr auswechselbar sind, ne? Weil dieser Masik, dieser Dämon, ich glaube gar nicht so sehr, dass das jetzt nur mit dem Dritten Reich zu tun hat, weil er kommt einfach zu Leuten. Genau, ne? Halt, er kommt zu Leuten, die Schmerzen haben, seelische Schmerzen haben, die irgendwas Schlimmes machen mussten und er geht halt auch irgendwie da nicht wieder oder er ist nur schwer loszubekommen oder er springt dann gegebenenfalls auf andere über. Die Dämonen sind sich ja da oft in ihrem Handeln sehr ähnlich und auch in der Darstellung. Das ist auch alles vollkommen solide gemacht und ja, ich finde, es ist auch so ein bisschen ein Trend, auch wenn es hier natürlich nur am Rande geschieht momentan, vielleicht schätze ich das auch nur falsch ein, aber dass man halt gerne jetzt mal so in dieses Leben dieser orthodoxen Gemeinschaften, da wird ja eigentlich oft auf diese in Brooklyn zurückgegangen, da mal eingeht. Da gibt es ja auch auf Netflix Serien Unorthodox oder Stizzle, die sind natürlich jetzt nicht im Horrorgenre angesiedelt, sondern eher den wahren Gegebenheiten folgen, wie das Leben da abläuft oder wie der Kontrast ist zum Leben außerhalb. Aber ich denke, da ist auch gerade jetzt
Interesse auf jeden Fall da. Und das ist ja auch nicht schlecht, weil es ja eine unglaublich interessante Geschichte ist, ne? Und du hast ja zum Beispiel auch diese Golem-Verfilmung gesehen. Ein ganz anderes Metier, aber das ist ja auch so eine mystische Figur aus dem jüdischen Glauben. Ja, da haben die Deutschen ja dann mehrere Filme im Stummfilmzeitalter erstellt. Die sind tatsächlich sehr, sehr sehenswert auch. Genau. Also die Wiege, Totenwache, also was ganz Souveränes für zwischendurch. Wer jetzt nicht so viel Blumhaus guckt, für den hat es wahrscheinlich noch den größeren Effekt, als wer jetzt von Insidious und Sinister und Conjuring und Annabelle alles gesehen hat. Da ist es dann reiht er sich natürlich nur ein. Aber wer jetzt nicht so oft einen Horrorfilm guckt, da macht hier auf jeden Fall nichts falsch und ärgert sich dann über die verschwendete Zeit. The Vigil, die Totenwache.